Hallo, ich bin Jana. Auf meinem Kanal findest du einfache Meditation und ein bisschen Yoga zum Entspannen und Runterkommen. Und das hier ist eine Mini-Yoga-Session zur Entspannung vom Nacken, vom Brustwirbelsäulenbereich. Also perfekt, wenn du lange am Schreibtisch gesessen hast. Vielleicht kennst du auch diese typische Tech-Neck-Haltung, wo der Kopf nach vorne kommt, die Schultern nach vorne kommen. Und am Ende des Tages hast du tierisch Verspannung im Nacken. Funktioniert auch super überm Smartphone. Und um das auszugleichen und wieder für ein bisschen mehr Weite und Entspannung im Nackenbereich zu sorgen, machen wir ein paar einfache Mobilisationsübungen und danach eine kurze Meditation, die dir hilft, noch mehr loszulassen. Hierfür ist es wichtig, dass du ganz gerade und aufrecht sitzt und dass dein Becken ganz stabil ist. Wenn du super bequem im Fersensitz sitzen kannst, dann kannst du das im Fersensitz machen. Wenn du weißt, der wird nach einer Weile unbequem für dich, dann setz dich am besten einfach auf den Stuhl, bisschen weiter nach vorne an die Stuhlkante, sodass du beide Sitzbeinhöcker gut spüren kannst unter dir. Und dann ist das super, weil dann ist dein Becken fixiert. Und du kannst dich wirklich allein aus dem Oberkörper bewegen, was wir brauchen. Also such dir deinen Platz, richte dich ein, finde deine bequeme, aufrechte Haltung. Vielleicht drückst du kurz auf Pause und holst dir deinen Stuhl. Und wenn du bereit bist, geht's los. Also richte hier nochmal deine Wirbelsäule auf. Ganz lang und entspannt. Und roll erstmal die Schultern nach hinten, nimm die Atmung mit dazu. Einatmen über oben und ausatmen über hinten unten. Ganz locker und entspannt. Einatmen über oben. Ausatmen über hinten unten. Letztes Mal ein über oben. Aus über hinten unten. Und dann verschränkt beide Hände ineinander. Leg die Handflächen hinten an Hinterkopf. Und jetzt schiebst du den Hinterkopf ganz leicht in die Hände in den Hinterkopf. Wenn du dann so ein kleines, schönes Doppelkinn kriegst, ist das eigentlich genau das, was wir wollen, weil dadurch kriegst du noch mehr Länge hinten im Nacken. Und wenn du das hast, schiebst du den Brustkorb etwas weiter nach vorne und ziehst die Ellenbogen über hinten raus. Und mit dieser Haltung fangen wir an zu kreisen. Der linke Ellenbogen zieht hoch Richtung Decke, der rechte tief Richtung Boden. Und wenn du hier im Maximum angekommen bist, kreist du langsam über vorne, schiebst immer noch den Hinterkopf hinten in die Hände und lässt die Ellenbogen über vorne zusammenkommen und kreist von hier weiter rüber zur anderen Seite. Der rechte Ellenbogen zieht hoch zur Decke, der linke tief Richtung Boden, schiebst immer noch den Brustkorb über vorne, ziehst die Ellenbogen nach hinten zusammen und richtest dich auf. Von hier zieh deine Wirbelsäule noch mal ein Stückchen weiter in die Länge und lehn dich ganz sanft nach hinten in die Hände. Zieh die Ellenbogen weiter hinter dir zusammen, schieb den Brustkorb auf Richtung Decke. Und komm wieder zurück zur Mitte. Das machen wir noch zweimal. Einatmen, schaff dir Länge. Zieh hier schon die Ellenbogen hinter dir zusammen. Und dann mit der Ausatmung kipp rüber über die Seite. Der linke Ellenbogen zieht hoch zur Decke. Und weiter über vorne, schieb den Hinterkopf in die Hände, zieh das Kinn zu dir ran. Und dann öffne rüber zur anderen Seite. Der linke Ellenbogen zieht tief, der rechte hoch Richtung Decke. Richte dich auf, schaff nochmal mehr Länge. Und dann lehn dich sanft zurück, schieb den Brustkorb nach oben, die Ellenbogen nach hinten. Und zurück zur Mitte. Letztes Mal. Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen tiefer in die Bewegung gehen, wo der Körper schon dran gewöhnt ist. Und kreise über vorne. Öffne über die andere Seite. Komm zurück zur Mitte. Finde Länge und lehn dich leicht nach hinten. Und das machen wir jetzt auch noch einmal über die andere Seite. Wieder mit der Einatmung schafft ihr Länge. Ausatmen, kipp zur anderen Seite rüber. Jetzt zieht der rechte Ellenbogen nach oben, der linke tief. Der Brustkorb schiebt immer noch nach vorne raus. Und wenn du hier in deinem Maximum angekommen bist, kippst du weiter über vorne. Lässt die Ellenbogen vor dir zusammenkommen, schiebst immer noch den Hinterkopf in die Hände.
und kreist langsam rüber zur anderen Seite, öffnest die Ellbogen wieder auf und richtest dich nach oben auf. Einatmen, schaff die Länge. Ausatmen, lehn dich leicht zurück, schieb den Brustkorb nach oben, zieh die Schultern hinter dir zusammen. Und zurück zur Mitte. Zweite Runde. Einatmen, schaff Länge. Ausatmen, kipp über die Seite, zieh den rechten Ellbogen ganz weit nach oben Richtung Decke, schaff dir Länge in der Flanke. Und kreis über vorne, schieb die Hände sanft in den Hinterkopf. Und rüber zur anderen Seite, der linke Ellbogen zieht hoch zur Decke. Und zurück zur Mitte, schaff nochmal Länge. Lehn dich nach hinten, bring die Ellbogen gefühlt hinter dir zusammen. Und zurück zur Mitte. Letzte Runde. Einatmen, schaff Länge. Ausatmen, kipp rüber über die Seite. Und über vorne. Lass deinen oberen Rücken ganz rund werden. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Die ganze Zeit kipp hier rüber zur Seite. Schieb noch mehr den Brustkorb nach vorne, die Ellbogen nach hinten zusammen. Und richte dich nach oben auf. Einatmen, schaff Länge. Ausatmen, lehn dich nach hinten. Das Kinn bleibt rangezogen. Immer noch dieses schöne Doppelkinn. Und der Brustkorb schiebt hoch Richtung Decke. Und zurück zur Mitte. Und dann kannst du lösen. Schüttel die Hände aus, schüttel die Arme aus. Lass die Schultern wieder weich werden. Von hier legst du die Hände auf den Oberschenkeln ab, nah am Becken, die Fingerspitzen zeigen zur Mitte und die Handballen schieben in den Oberschenkel. Und wir wollen jetzt den Brustkorb bewegen, also die Brustwirbelsäule mobilisieren. Und dafür schiebst du über vorne die Ellenbogen zusammen, lässt den Kopf sinken, machst einen ganz runden Rücken, schiebst die Brust nach hinten und mit der Einatmung richtest du dich wieder auf. Wir machen das Gleiche nach vorne. Du schiebst den Brustkorb durch die Arme nach vorne, bringst die Ellenbogen hinter dir zusammen und öffnest dich leicht über oben. Lass trotzdem den Nacken ganz lang. Du brauchst nicht komplett mitgehen aus dem Nacken. Und zurück zur Mitte. Das machen wir ein paar Mal im Wechsel. Über vorne, runder Rücken. Lass den Kopf schwer werden. Zieh die Ellenbogen vor dir zusammen. Einatmen, komm zurück nach oben. Und ausatmen, das gleiche über hinten, der Brustkorb schiebt vor, die Ellenbogen hinter dir zusammen. Und zurück zur Mitte. Und vielleicht kannst du wieder mit jedem Durchgang die Bewegung ein bisschen intensiver werden lassen. Wenn du merkst, dass der Körper so ein bisschen nachgibt. Und noch einmal, wenn du den Rücken rund werden lässt, merk, wie die Schulterblätter über die Seite auseinandergleiten. Und wenn du über vorne gehst, wie sie nach hinten unten zusammenlaufen. Das ist die Bewegung, die wir haben wollen. Eine letzte Runde. Runder Rücken, die Ellenbogen ziehen zusammen über vorne. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, der Brustkorb schiebt vor, die Ellenbogen ziehen hinter dir zusammen. Und du richtest dich wieder auf. Sehr schön, kannst dich nochmal ausschütteln. Und von hier machen wir jetzt was, wenn du schon ein bisschen Nackenverspannung hast, sich erstmal nicht toll anfühlt, aber dann hoffentlich hilft. Und zwar machen wir genau das Gegenteil von dem, was du jetzt wahrscheinlich machen möchtest. Wir ziehen einmal die Schulter nach oben, so richtig schön hier in den Nacken rein. Dann den Kopf in Richtung Schulter und leicht zurück. Also alles anspannen, was um diese fiese Stelle im Nacken drum. Da ist kurz halten. Halten, halten, halten und langsam lösen. Sehr gut. Jetzt versuchen wir nämlich die Muskeln, die die ganze Zeit ein bisschen übermäßig angespannt sind, noch weiter anzuspannen, um sie darüber so weit zu ermüden, dass sie wirklich loslassen. Das Gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Also Schulter hochziehen, Kopf zur Seite schieben und dann auch noch ein bisschen nach hinten, dass du wirklich mit der Spannung in diese fiese Stelle kommst, kurz halten, 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 halten und langsam lösen. Ja. Vielleicht fühlt es sich jetzt schon ein ganzes Stückchen besser an. Das kann man auch immer gut zwischendurch machen. Und dann
Zum Abschluss machen wir einen Twist aus der Brustwirbelsäule. Dafür legst du die Hände auf den Schultern ab, bringst die Ellenbogen wieder zur Seite raus. Mit der Einatmung schaffst du wieder Länge. Mit der Ausatmung kommst du in einen Twist über die Seite, bis es nicht mehr weitergeht. Von da streckst du den hinteren Arm aus und vielleicht kommst du noch ein bisschen tiefer in den Twist und zurück zur Mitte. Andere Seite. Einatmen, schaff Länge. Ausatmen, komm in den Twist, zieh immer noch die Ellenbogen zur Seite weit auseinander. Wenn du dein Maximum erreicht hast, streck den hinteren Arm aus bis weit in die Fingerspitzen und komm vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter. Und zurück zur Mitte. Nochmal. Einatmen, schaff Länge. Ausatmen in den Twist. Und dann streck den hinteren Arm weit bis in die Fingerspitzen und komm mit der nächsten Ausatmung vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter nach hinten. Und langsam zurück zur Mitte. Letztes Mal. Einatmen, schaff Länge. Ausatmen in den Twist. Streck den hinteren Arm. Mit der nächsten Ausatmung vielleicht ein kleines Stückchen weiter. Und zurück zur Mitte. Und dann schüttel die Hände und Arme aus. Lass die Schultern weich werden. Schüttel alles nochmal aus. Beweg dich durch. So wie es sich gut anfühlt. Und dann finde zurück in deinen bequemen, aufrechten, ruhigen Sitz. Schließ gerne die Augen. Leg die Hände auf den Knien oder Oberschenkeln ab. Handflächen nach unten. Und dann atme tief ein durch die Nase. Und blubbernd aus durch die Lippen. Nochmal ein durch die Nase. Blubbernd aus. Letztes Mal ein durch die Nase. Blubbernd aus. Und dann atme entspannt weiter. Und lenk deinen Fokus langsam nach innen. Und lass deinen Atem ganz weich weiter fließen. Dann lass deine Stirn ganz weich werden. Entspann den Platz zwischen deinen Augenbrauen. Dann lass deinen Kiefer schwer werden. Die Zunge schwer im Mund liegen. Vielleicht öffnen sich darüber deine Lippen ganz leicht. Und vielleicht kannst du dein Kinn noch ein kleines Stückchen weiter Richtung Brust ziehen, dir noch mehr Länge im Nacken schaffen. Vielleicht noch mehr in die Aufrichtung kommen. Richte auch den Brustkorb sanft auf. Lass die Schulterblätter schwer nach hinten unten sinken. Ganz weich und entspannt. Und dann lass auch den Raum zwischen deinen Rippenbögen ganz weich werden. Und lass deine Bauchdecke ganz weit und weich werden. Und dann lass dein Becken ganz schwer werden, ganz tief sinken. Und wenn du jetzt irgendwo in deinem Körper eine Stelle spürst, die besonders intensiv festhält, dann wandere da mit deiner Aufmerksamkeit hin
Und guck mal, ob du die Stelle mit deinem Atem umspielen kannst. So ein bisschen wie eine kleine Massage von deinem Atem um diese Stelle. Jede Einatmung streicht an der Stelle lang. Und jede Ausatmung nimmt ein bisschen Anspannung mit. Und dann weite das langsam aus von dieser einen kleinen Stelle in den ganzen Bereich drumherum. Schick deine Atmung dahin. Und lass die Ausatmung noch mehr Spannung mitnehmen und aus deinem Körper tragen. Und dann weite es noch mehr aus. Nimm deinen ganzen Körper wahr. Streich mit deiner Atmung durch den ganzen Körper, füll ihn an. Und lass mit der Ausatmung alles gehen, was gehen möchte. Atme langsam tief ein durch die Nase, aus durch den Mund, ein durch die Nase, aus durch den Mund, ein letztes Mal ein und aus. Und wenn du soweit bist, öffne langsam blinzelnd die Augen. Ich hoffe, dein Nacken fühlt sich jetzt etwas freier und entspannter an und auch dein Kopf ist ein bisschen ruhiger geworden. Wenn du noch mehr Tipps und Infos zum Thema Meditation haben möchtest, dann trag dich doch für mein Newsletter ein. Mehr Infos gibt's unten im Beschreibungstext. Und auch wenn du mehr angeleitete Meditation suchst, dann folge meinem Kanal, dann bekommst du immer die neuesten. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich darauf, das nächste Mal wieder mit dir zu meditieren. Bis denn!